gute ordentliche Leistung von unserer Mannschaft. Wir haben drei, vier Torschanze. Sie haben auch Torschanze gehabt, muss ich das klar sagen. Und sie haben uns sehr hoch gepresst. Es war schwer für uns im Spielaufbau. Und nachher haben wir zu viel Ballverlust gehabt, finde ich. Es war in dieser Situation, wenn sie hochpressen, müssen wir ein oder zwei Ball Maximum spielen. Und da brauchst du die Beweglichkeit und die Technik, nicht nur mit einem Fuß, mit zwei Füßen, sonst kannst du nicht spielen. Das ist eine Frage von, ja, noch zu tun hier, viel zu tun. Aber insgesamt müssen wir diesen Punkt akzeptieren, weil der Gegner auch sehr gut gespielt hat. Und wir haben, wie gesagt, eine gute Leistung. Es war nicht unser bester Tag, das ist klar. Aber insgesamt, wir spielen zu Null. Und keine Enttäuschung. Wir müssen diesen Punkt akzeptieren und weiter so. Wir haben eine Woche, jetzt die ganze Woche, um das nächste Spiel vorzubereiten gegen Wolfsburg. Und merci. Thomas Schaaf, Ihr Kollege hat immer gesagt, es war nicht der beste Tag von Borussia Mönchengladbach. Wie gut war denn der Tag von Anfang an? Also ein bisschen möchte ich ihm widersprechen, dass eine Mannschaft gut gespielt hat und dass man eben gesehen hat, dass das eine tolle Mannschaft ist, dass sie auch insgesamt schon in dieser Saison hervorragend gespielt hat. Und ansonsten hat er sicherlich recht. Wir haben glaube ich, ein sehr intensives Spiel gesehen, wir haben viele Zweikämpfe gesehen, große Begeisterung gesehen auf dem Platz. Das, was vielleicht gefehlt hat, haben wir oft genug erlebt, ja, das Tor gefallen, dass vielleicht dann noch ein 3-3 dabei rauskommt, dann wäre das noch richtig schön gewesen, sag ich mal, mit den Toren. Hätte uns jetzt vielleicht auch nicht glücklicher gemacht, wäre immer noch ein Remis. Ich glaube, das Remis geht aber auch in Ordnung. Beide Mannschaften hatten die Chance dazu, die Entscheidung zu finden und beide Mannschaften haben sie auch gesucht. Ich kann meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie hat das genau gezeigt, was wir letztendlich leben müssen, was wir aufbringen müssen. Mit dieser Begeisterung, mit dem Einsatz, sich immer wieder zu behaupten und genauso die Situation, den Gegner nie in Ruhe zu lassen, dass ihm Gladbach gar nicht zu ihrem großen, schnellen Spiel, Kombinationsspiel nach vorne, dass sie da auch nicht zugekommen sind, ist sicherlich immer begründet in der Leistung meiner Mannschaft. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Das ist ein großes Lob. Man wünscht sich natürlich immer einen Sieg, aber ich glaube, wir können heute zufrieden sein. Gerade bin ich zufrieden mit der Leistung, die meine Mannschaft gezeigt hat. So, Danke. Ihre Frage bitte, warten Sie bitte, bis das Mikrofon kommt, hier vorne. Herr Favre, würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, für einen Champions-League-Aspiranten kam in der zweiten Halbzeit viel zu wenig? Ich denke nicht, das war nicht zu wenig, das war schwer, wie gesagt. Und das ist normal, diese Mannschaft hat nichts noch in die Rückrunde hier zu Hause verloren, glaube ich. Oder? Nein, das stimmt. Ja? Eine Nachfrage noch. Nein, Haben Sie. nein, nein, ich antworte. Und auch an Ihren Kollegen hat mir gesagt, ich bin nicht der Meinung, das habe ich anders, vielleicht haben wir andere Vision von Fußball, das war nicht zu Ich wenig. Wir sehe. haben verteidigt, wir haben nicht gut gespielt, wir haben gut verteidigt, wir sind zum Null und das gehört dazu. Und dann Fußball. In der ersten Wir 1-0 Halbzeit. am Ende gewinnen und nachher, das kann die Analyse ganz anders sein. In der ersten Halbzeit sehen Sie erheblich besser aus. Was mich erschreckt hat, waren die drei gravierenden Fehlpässe von Granit Xhaka im Aufbauspiel. Haben Sie ihm was gesagt dazu? Ich habe darüber gesprochen, wir haben zu viel Ballverlust gehabt. Aber ich will keine zitieren, es war zu viele Spieler, zu viel Ballverlust. Und das ist auch ein Schritt zu machen, mit ein, zwei Kontakt zu spielen. Da, niemand spricht darüber, aber als Trainer, ich sehe das, es ist noch viel, viel, viel zu tun. Weitere Fragen? Sonja Frank, Moment.
Herr Schaaf, wir feiern ja heute Abend auch Ihre Premiere zum ersten Mal in dieser Saison ein 0:0 von Eintracht Frankfurt. Sie haben da schon ein bisschen philosophiert darüber, aber wie fühlt sich es denn an, ein 0:0? Könnte ja spontan sein, langweilig. Aber das war es mit Sicherheit nicht. Also ich finde, es war ein tolles Spiel, deshalb ein gutes 0:0. Ich glaube auch aufgrund der Tatsache, gegen wen wir gespielt haben, wozu diese Mannschaft eben auch imstande ist, der Gegner, was sie spielen können, was sie heute auch gezeigt haben, glaube ich, ist das ein gutes Ergebnis. Weitere Fragen hier vorne? Faber, es gab in dieser Woche ein Trainerbeben, das haben viele Zeitungen so tituliert, die ganzen Trainerwechsel, was sich diese Woche ereignet hat. Eine Zeitung hier aus Mainz hat geschrieben, Borussia Dortmund hätte bei Ihnen vorgefühlt und Sie auf der Liste gehabt. Was können Sie denn dazu sagen und können Sie alle Gladbacher Fans beruhigen, dass Ihre Mission in Mönchengladbach noch nicht zu Ende ist? Ich kann nur noch sagen, dass ich werde nicht die nächste Saison Dortmund trainieren. Mehr nicht. Klare Aussagen. Weitere Fragen? Sehe kein Anzeichen, dann schöne Heimreise, den Gästen aus Gladbach und dem Rest